Moin Leute, heute zeige ich euch, wie ihr die P4 Runen vom Rogue findet. Es sind insgesamt drei AOE Runen, welche ziemlich stark sind alle. Von dem her, lasst uns keine Zeit verlieren und gleich eintauchen. Bei diesen Tagelöhnerin müsst ihr Taschendiebstahl machen, dann bekommt ihr diesen Werkzeugkastenschlüssel. So, und dann müsst ihr hier hin, scharlachrote Werkzeugkiste, da bekommt ihr die Brechstange, die ihr benötigt. Ihr müsst halt nur schauen, dass ihr nirgendwo Agro zieht. Hier stehen normalerweise zwei Mobs mit Stufe 56. Ich habe das jetzt gemacht mit Level 52, aber es ist empfehlenswert, das zu machen mit einem höheren Level, weil hier 56er, 57er Elite rumlaufen. Und ja, die sehen euch aus sehr weiter Entfernung. Dann müsst ihr in den südlichen und nördlichen Turm, und zwar der südliche ist genau hier, der nördliche ist ungefähr hier. Und ja, hier stehen normalerweise zwei Wachen, 56er Wachen. Ich hatte jetzt ein bisschen Glück, dass die Horde hier den platt gemacht hat, aber ihr könnt es auch, könnt euch auch vorbeischleichen. Ihr könnt einen im Endeffekt ablenken, also hier auf die rechte Seite und dann einfach Shadow Step hinter den anderen. Oder direkt Shadow Step hinter den anderen. Ihr müsst gar nicht ablenken machen. Dann kommt ihr auch hoch. Ihr müsst komplett hoch in den Turm. Und da oben ist eine Kiste, die einfach looten. Genau, die Kiste ist es hier. Und da ist der nächste Turm. Da müsst ihr jetzt auch gleich hin. Im zweiten Turm müsst ihr aufpassen. Da sind überall Wachen. Die sind Level 56, teilweise Level 57 Elite. Die sehen euch aus 100 Kilometer Entfernung. Deshalb vorsichtig. Am besten ich warte, bis Verschwinden aktiv ist. Also ich warte jetzt auch hier zwei Minuten. Und ihr müsst das Ganze natürlich mit Ablenken dann machen, damit sie euch nicht sehen. Auf der zweiten Ebene angekommen, also nicht ganz oben, sondern hier könnt ihr dann die Kiste looten. Ihr müsst nur schauen, dass die Wache da drüben ist. Und ihr habt die Rune. Das war's. Also es ist an sich nicht schwer. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen. So, wenn ihr in Winterspring seid, könnt ihr die zweite Rune euch holen. Das ist Dolchfächer. Und zwar müsst ihr dafür diese Holztruhe hier plündern. Und zwar genau hier ist es bei diesem Dorf. Um das zu knacken, müsst ihr folgende Befehle hier eingeben. Einmal Frostsäbler, dann Eule, Bär und nochmal Eule. Und dann bekommt ihr den Inhalt. Das war's. Ziemlich easy. Letzte Runde Donnerbüchse, wohl die geilste Rune. Da müsst ihr in die östlichen Pestländer und bei Tirs Hand müsst ihr diese scharlachroten Kisten looten. Gleich vorab, es ist ziemlich schwer, ich habe es mit Level 53 gemacht, das sind alles Elite-Gegner hier und die hauen richtig böse rein. Und ich habe ewig gebraucht, so eine Kiste zu finden, also ihr müsst schon ein bisschen Glück haben, dass die Kiste auch gut liegt, wo keine Elite-Gegner sind. Ansonsten empfehle ich das einfach in der Gruppe zu machen. Dann müsst ihr zu vier Sendesäulen, das sind die hier. Die erste ist hier, ganz wichtig ist, dass ihr die Reihenfolge einhält. Es bringt euch nichts, wenn ihr erst die freischaltet, weil das geht nicht. Ihr müsst die Reihenfolge beachten, so wie auf dem Bild. Also als erstes hier, als zweites da, als drittes hier oben und als viertes hier. Ganz wichtig. Ihr werdet aber irgendwo random hin teleportiert, also hier zur dritten. Das heißt, ihr müsst zur zweiten gurken jetzt und ja, das ist halt sehr viel Laufarbeit. Und ihr seid hier mitten im 60er-Gebiet, 60er-Elite-Gebiet, also vorsichtig. Ich habe es einfach so gemacht, ich habe mich killen lassen und ja, am Friedhof wiederbeleben lassen. Und ja, da spart man sich einige Zeit. Die zweite Sendesäule ist dann hier unten. Und zwar die ist hier auf so einem kleinen Hügel. Hab ein bisschen suchen müssen. Und die könnt ihr dann als zweites aktivieren. Und ihr werdet wieder irgendwo random hin teleportiert. Ich hatte Glück. Das ist nämlich der dritte hier. Den könnt ihr dann auch gleich aktivieren. Der dritte ist aktiviert. Und wo bin ich? Beim zweiten wieder gelandet. Das heißt, ich muss jetzt hier noch zum vierten laufen. Also ab nach oben wieder. Die letzte Sendesäule ist dann hier oben. Die aktivieren und wenn ihr alles richtig gemacht habt, werdet ihr in so ein Haus geportet. Und da müsste eigentlich die Rune sein, die neue Donnerbüchse. Da ist das Ding. Also viel Arbeit für die Rune, aber am Ende lohnt sich die ganze Arbeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr kommt gut voran. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr P4 findet. Ich finde P4 richtig gelungen. Mir macht es eine Menge Spaß. Wir hören uns. Haut's rein. Bis dann.